Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Outlast 2. Wir sind hier mitten auf der großen Mission des Versteckens. Die Person von letzter Folge kommt hier nicht hinterher, hoffentlich. Und was auch nicht mit hinterherkommt, wäre vielleicht der Counter, der Daumen nach oben. Die Überleitung ist immer so toll, ne? Daumen nach oben wäre super für Nicht-Mac-Off-Projekte, würde mich sehr freuen. Und wir sind hier stehen geblieben. Batterie am Kacklo. Richtig gut. War vorher noch wahrscheinlich anal drin irgendwo. Wir sind der Frau entkommen, letzte Folge, wer es nicht gesehen hat, Playlist ist natürlich wieder mal verlinkt am Ende der Folge, in der Endcard. Hier. Müssen wir hier lang oder müssen wir da lang? Ich glaube eher, wir müssen wahrscheinlich da lang laufen, oder? Weil da kommen wir quasi doch nur wieder zurück. Ach, hier ist was zum Lesen, okay. Wir lesen mal, Leute. O Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben und ich verabscheue jene Sünden, die ich beleidigte, denn ich beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Knoffs nicht mehr sündige. Ja, das ist quasi eine Art Betstelle hier. Schicken da oben dran. Sit. Und da ist wieder der coole Turm. Die Mühle. Wir müssen also doch hier langlaufen jetzt. Das mag ich eher nicht so. Da kommen wir durch. Oh, durchgeschlittert hier. Wie geil. Richtig, richtig athletisch hier auch. Unterwegs der Typ. Da ist noch ein Kackklo. In die Türen kommen wir nicht rein, ne? Niemals. Okay, super. Wissen wir schon mal Bescheid. Also ich will es nicht heraufbeschwören, vielleicht können wir doch mal irgendwie durch Zufall in so eine Tür rein, aber vorerst nicht. Und in die halt schon, ne? Ist abgeschlossen zum Glück. Also weiter da lang. Wir sind so langsam allen Leuten entkommen, haben gerade niemanden vor uns, aber ich glaube, das lässt nicht lange auf sich warten, bis hier... Die ist lieb, ne? Die war schon immer lieb zu mir. Pass you by. Kapitel 10. Dann zeigte der Herr mir das Werk, das auf dem Amboss-Tempel Geld geschmiedet werden soll. Eine Klinge scharf, dass sie selbst die Kehle der spinnenäugigen Lams, zerschneidet. Genau, wir haben natürlich auch das spinnenäugige Lang, Alam Apocalyptica in Los Alamos. Wer das lesen will, sehr gerne, das lese ich eben nicht vor, so gerne die Kapitelsachen. Die mache ich vielleicht am Ende mal. Ich sage mal, ich mache am Ende eine kleine Special-Folge, wo ich mal alle Kapitel, das ganze Buch quasi durchlese. Okay, machen wir das so? Alles klar. Aber wo genau bin ich jetzt hier gelandet? Das kenne ich doch schon. Und da war diese eine Person eben. Wir sind also quasi jetzt im Kreis gelaufen, nur damit wir eventuell jetzt hier hinten hinkommen, oder? Kann das sein? Den ganzen Weg gelaufen, nur hierfür. Ne, da sind wir doch reingelaufen hier einmal. Was ist unser Ziel? Oder wir können jetzt quasi... Wo ist denn die Kapelle? Sehe ich die am Horizont irgendwo? Wo war ich? Oh Gott. Meinst du, wir kommen hier irgendwie rum? Meinst du, wir müssen da rein? Nicht wirklich, ne? Hallo? Ich frag mich gerade, wo ich lang muss. Wir haben es eigentlich gut gemacht, so die ganze Zeit. Aber gerade irgendwie habe ich nicht mehr so den Plan, wo ich lang muss. Zur Kapelle. Hier waren wir ja. Hier oben war das doch eben. Wir laufen quasi im Kreis die ganze Zeit. Ah, okay, wir müssen das also bewegen hier. Und dann dahin, alles klar. Verstecken wäre jetzt eine ganz tolle Sache einmal.
Wir wären aber so oder so erwischt worden von ihr wahrscheinlich, weil wir natürlich uns irgendwie hätten das da dahin gemusst, ne? Zum Weg. Mal schnell hier rein verstecken. Okay, sie ist weg. Wohin will sie? Nein! Nicht dein Ernst, ey! Hier durch! Okay. Wir haben unsere Ruhe erstmal wieder. Oder auch nicht! Meinst du, wir können es schieben jetzt? Komm, schieb! Es dauert so lange! Also wir müssen das, ich glaube, anders geht es nicht als so. Das ist genauso gewollt vom Spiel. Dass wir vor ihr weglaufen wahrscheinlich. Und irgendwie versuchen. Oh fuck, ey. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Wo ist die Dame in die Nette? Weil ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich weiß nämlich nicht genau, wo sie noch sein könnte gerade. Komm schon. Als ob! Als ob du immer da bist! Das ist Schwachsinn! I don't know what the fuck your god wants from me, lady. Alter! Als ob du immer da ist, die war gerade gar nicht da, ey! Voll die Verarsche, ey! Okay, wir haben es geschafft. Wow. Das ist sehr, die Augen einfach, ne? Als ob sie noch leben würde. Ist hier noch irgendwer drin? Nein. Fürs Ed ist auch leer. Da! Und nachladen gleich einmal. Aber wir kommen soweit gut voran, habe ich das Gefühl. Am Anfang hatten wir ein paar Schwierigkeiten, aber gerade kommen wir echt gut so weit voran. Wow. Geil. Na du? Wo kommen wir denn? Ja, nachladen erstmal kurz. Diese Geräuschkulisse aber auch, ne? Echt beängstigend. Also richtig kalt. Wirklich, jetzt meine ich jetzt ernst. Weil jetzt ein bisschen ironisch klang das irgendwie, aber ich meine das schon ernst. Da kommen wir halt nicht rein, weil so eine Tür, genau. Da ebenfalls. Oh Gott. Und da oben ist die Kapelle. Kann das schon sein? Dass die schon da oben ist? Was gibt's hier noch? Anderen Weg? Ein Brief. Hier können wir nicht rein. Eine Art Friedhof. Okay, wir lesen mal. Diese Knochen tragen die Sünde Kains
Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet in einem unbekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als knochene Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünden meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht, was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. Den Teufel in Gottes Land zu töten. O Zion, O Zion. Also wenn es Leute gibt, die sich halt mit der Bibel und mit Religion krass auskennen, die würde das alles wahrscheinlich irgendwas sagen. Für mich halt eben so als wirklich nicht religiöser Mensch, der sich damit nicht weiter beschäftigt, das Ganze natürlich Zion, Ezekiel und so weiter und so fort. Für mich ist eher so alles kein Begriff, für euch vielleicht schon, eventuell. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare auch schreiben, wenn ihr wisst, wer ist und so. Wir spielen mal ab. The chapel. The chapel is supposed to be sanctuary. Hätte Fahrradkette, ne? Jetzt ist es eher wahrscheinlich Leid als Segen. Mehr Leid als Segen. Wow. Hier ist noch ein Kapitel wahrscheinlich? Nee. Boah. An den Pfarrer Propheten Sullivan Knoth von wer? Laird Baron, niedergeschrieben von Nick Tambury. Danke für die Kopien deiner Evangelien. Ich habe sie an denen unten weitergegeben, die noch genug Hirn und Auge haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein, nicht nur für die Kommunion, sondern auch um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu destillieren. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast, und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes Meilenstein, meistgeliebter und eine heilige Gabe an uns alle. Laird, Laird, okay, Lügner, ich hab geleiert. Lass mich machen? Rückwärts. Ja, der ist da ein bisschen festgebunden. Wir können es halt überall verstecken, was aber nicht gleichbedeutend heißt, dass hier irgendwas passieren wird. Das ist immer so, das ist ganz gut gemacht, dass es halt viele Verstecke gibt und du halt nicht weißt, ob du wirklich da irgendwann mal rein musst, aber du hast die Möglichkeit dazu, überall. My name's Blake. The outsider. Ja. The father. I'm not anybody's father. I just Judas. Kill me. You have to kill me. Die Achslage sind toll. Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Da ist Knoss. Ach, Mary ist die gestern schreit? Ja, soll ich jetzt tun, Kollege? Ich gehe lieber weiter erstmal. Oh, abgeschlossen. Kann ich irgendwas nehmen, so um ihn zu töten? Ich kann ja gerade nichts machen irgendwie. Haben wir irgendwo ein Messer liegen oder so, das wir hätten nehmen können? Auf irgendeinem Altar oder so? Wir haben ja von einem Messer mal gelesen. Hier können wir uns nur verstecken, in Anführungsstrichen. Wir gehen mal hier rein kurz. Oh, Vater, ich habe gesündigt. Da ist Knoth, ja. Da ist er. We found her, Lisa. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, God. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Hallo? Oh God, Mary, I'm sorry. Wo ist denn Mary? Ach, da ist Mary. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting.
Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. No! Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist! Man kann zum Glück nichts sehen, weil er davor steht, der Dicke. Aber sie ziehen sich auseinander gerade, ne? Das merken wir auch. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. Val has her in the mines. Oh, okay. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, dear God. That's American. Give the woman rest. Wow. Okay. Und wir wissen jetzt, dass unsere Frau in der Mine ist, also Lynn. Die haben vielleicht von Lynn gesprochen, oder? Die suchen die aktuell, kann das sein? Where the fuck are the mines? Ja, die ist halt... Boah. Ne? They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Okay, wir müssen also auch in die Mine, damit wir Lynn retten können. Ob wir das schaffen werden, weiß ich nicht genau. Er ist auch tot, oder? Ja. Wir hätten ihn vielleicht schon früher töten können. Wäre vielleicht die bessere Methode gewesen. Dann könnte er halt, dann wäre sie vielleicht nicht gestorben, aber das weiß man ja. Oh, fuck. Aber das weiß man ja eben nicht, ob man Delta töten könnte. Ich glaube eher nicht so. Laufen einfach geradeaus. Ob es was bringt, weiß ich halt nicht genau. Wow. Hi. Jetzt können wir auf einmal da rum, ist irgendwie komisch. Auf einmal kommen wir da lang und eben irgendwie nicht, oder? Batterie! Nimm sie! Halt dich kurz. Irgendwas hinter uns ist kaputt gegangen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich runtergefallen irgendwie oder so. Und wir sind jetzt wo gelandet? In so einem kleinen Hinterhof? Aua, Kakteen. Ah, Kacke, ey. Kakteen. Okay, da können wir wieder rein, oder wie? Alles klar. Waren wir hier nicht schon mal irgendwann? Aber immer wieder so dieses künstliche, aufgespielte Verfolgungsjagd-Gedöns finde ich halt persönlich nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte lieber ein bisschen weniger. Weniger ist mehr, meiner Meinung nach. Gerade bei Horror. Aber ist auch so ganz geil. Oh Gott, Alter. Ja. Komme ich darüber? Es. Day you wake up in hell.
In heaven. Okay, tschüssi. Ich mach mal zu hier. Ja, darf ich das? Kann ich oben abschließen? Nee. Wäre mir schon ganz lieb. Oh Gott. Wir lesen mal kurz erstmal. Achso, Kapitel 2, okay. Also, gürtet eine Lenden oder blablabla. Also, das werde ich, wie gesagt, irgendwann am Ende des Let's Plays mal komplett vorlesen in der richtigen Reihenfolge. So als kleine Einschlaffolge für euch. Aber jetzt gerade noch nicht. Dann wissen wir auch vielleicht ein bisschen mehr in Zukunft. Wollen wir hier lang? Okay. Wollen, glaube ich, nicht. Da hat es, glaube ich, noch nicht gesehen. Warum auch immer. Können wir nicht lang, ne? Nee. Kommen wir überhaupt hier irgendwo lang? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch. Wo sind wir hier gelandet? Liegt da was? Nee. Diese laute Musik auf einmal. Wir schießen mal kurz ab. Haben erstmal Ruhe hier drin. Finde ich gut so. Ruhe zu haben ist immer toll. Och nö. Ja. Ja, aufhalten wäre schon toll. Und es wird bestimmt genau dann so da stehen, dass wir da nicht. Das genau unten ist das Ding, ne? Per Zufall. Dann wahrscheinlich. Kommen wir da durch, ja, ne? Aber ich muss sagen, ich finde Outlast 2 jetzt nicht so gruselig, wie ich zum Beispiel Resident Evil gruselig fand. Da war halt zum Beispiel die Spinnenmutter oder alles Mögliche war extrem gruselig, meiner Meinung nach. Aber war auch ein bisschen abgestimmt auf meine persönlichen Ängste. Aber das hier finde ich jetzt eher nicht so gruselig, sondern eher, ja, zum Teil actionlastig. Sagen wir es mal so, sagen wir mal actionlastig. Komme ich hier irgendwo noch lang? Wir müssen das Ding irgendwie aufhalten. Wie genau, weiß ich nicht. Aber es wird hier einen Weg geben. Wahrscheinlich, indem wir nach oben laufen. Viele Batterien haben wir gerade noch. Drei Batterien. Ja. Ich weiß. Danke, dass du es immer wieder erzählst. Das ist natürlich auch sehr interessant, aber auch irgendwie auch unnötig. Ach, hier oben. Okay, super. Einsetzen. Dann dreh mal. So. Zumachen. Oh, es ist zu. That should do the trick. That should do the trick. Das sollte klappen. Now it's unbearable, the man. Ah ja, egal. Komm, bekomm Schaden, alles gut. Weißt du dann, dieses Künstliche wieder, es war keiner hier. Aber auf einmal ist da halt einer. So aus dem Nix ist da halt einer. Das ist halt so die Sache, die ich persönlich nicht geil finde. Aber gut. Wir hören mal auf zu meckern und ergötzen uns an den tollen Dingen in diesem Spiel. Zum Beispiel an einer toten Kuh. Okay, wir müssen jetzt da rein irgendwie. Wahrscheinlich. Da reden irgendwelche. Wahrscheinlich. Lol. Da rein kommen wir nicht, oder? Fuck.
Hast du es schon gesehen? Mach auf. Schön umgucken, ob hier irgendwas liegt, das wir einsammeln können. Aber ich mag halt die Mischung aus, wir müssen uns beeilen, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen... Ja. Finde einen Haken. Da ist wohl der Haken, okay. Also ich finde, das ist halt ganz gut gelöst, dass man halt wirklich sich schnell umgucken muss und Sachen machen muss, aber trotzdem will man halt Sachen finden, aber man kann, hat halt die Zeit dazu nicht immer. Und das finde ich halt eine sehr tolle Sache und der Haken wird wahrscheinlich irgendwo anders sein. Wahrscheinlich dann eher sogar in diesem hinteren Bereich hier. Hier wahrscheinlich irgendwo. Da ist zu. Der ist tot. Oh Gott. Ach so, und hier war ich doch schon mal, oder? Nee. Ja, da verstecken wir ein bisschen doof. Aber diese Fliegengeräusche finde ich immer extrem schlimm. Auch bei Battlegrounds oder so, wenn da die Fliegengeräusche kommen. Jesus. Eklig, ey. Meat hung to cure. Hooks through the Achilles tendons. Ja. Schnell durch in den Haken finden. Wenn wir den haben, ist alles gut, Leute. Dann müssen wir nur noch zurück. Nur noch. Ich gehe mal kurz da gucken, was da noch gewesen ist. Weil hier war ja auch noch eine Seite, aber ich glaube, nichts Tolles, oder? Leider nein! Wir müssen nachladen, machen wir gleich mal. Wir haben noch 4 Striche, das ist super. Hier ist, glaube ich, nichts. Hier können wir dann ziehen. Wir machen mal einfach. Da ist doch der Haken, okay? Wir ziehen es ans ran, das Ding. Komm, zieh es! Nimm... Wo ist sie? Alles klar. Wir müssen hier durch. Können wir mal kurz lesen, hoffentlich. Haben wir jetzt etwas zu? Martha, meine meistgeliebte, meine Jagdhündin, meine Racheengel, okay? Bella Temple Gate verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mache ihn zur Strafe dieses verfallten, ketzerischen Schweineficker. Val muss leiden und um Vergeltung betteln. Okay, auch von Knopf war das. Papa liebt dich. Gott vergibt dir. All jene, die Val folgen, sollten vor dem Tod und Gnade betteln. Wir haben halt immer noch auch zwei... Ja, wir haben immer noch auch zwei Lager hier aktuell. Einmal das Lager von Knopf, einmal das von Val, oder? Kann das sein? Hier kommen wir doch gar nicht mehr weiter. Also wir müssen hier irgendwie raus oder so. Ach so, da raus vielleicht. Nein, oder auch nicht. Dann gehen wir mal hier raus irgendwie. Und müssen einfach nur zum Ding hinten laufen. Nur zum... Was wird man da machen? Verstecken, okay. Nur zum Ding da hinten laufen. Mehr müssen wir nicht tun. Oh. Ich habe Angst, Leute. Wege zurückzulaufen ist immer schlimm. Ein
Wege zurückgehen ist nie gut, Leute. Niemals. Außer der Heimweg von einer von einer Nacht, die mit Alkohol endete und man einfach nur noch ins Bett will. Oder was essen will zu Hause. Kennt ihr das, wenn ihr Alkohol hattet und irgendwie dann denkt, ich muss jetzt ganz dringend einfach nur noch schlafen und essen? Rein da. Komm schon, rein da. Mach. Mach dran. Und zieh doch. Oh, los! Los! Oh Gott. Nein! Trigger! Das war ein Trigger. Okay, gut. Ich dachte gerade schon. Oh. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Und was hier erwarten wird auf uns, erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, fuck, nicht anhalten. Ganz, ganz kurz nur, okay? Ganz, ganz kurz nur, Blake. Bis zum nächsten Mal da rein. Macht's gut. Lasst es dann da oben da. Wenn es wieder heißt, morgen früh, Outlast 2. Oh mein Gott, tschüssi.